Schlüsselpost ist da! Oh nein! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Warface. Ja, mit diesem sehr verstörenden Intro starten wir mal wieder in eine Folge rein. Bla 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 bla. Denn kennen wir theoretisch schon. Aber, Leute, ich hätte es früher bringen können, das Video, wenn kein Stromausfall gewesen wäre. Dies, das. Ja, der Battle Pass ist raus und das schon seit dem Nachmittag circa. Und ja, wir gucken jetzt einfach mal direkt rein. Wir können hier direkt am Anfang die Klasse wählen und wir sehen hier auch schon circa, was wir bekommen werden. Ja, das Messer ist überall dabei, sowie verschiedene Skins und eben die passenden Rüstungsteile, bis auf die Handschuhe. Wobei wahrscheinlich die Handschuhe für alle gelten. Und wir sehen eben hier zum Schluss, das ist immer die Waffe, die man bekommen wird. Hier die Macmillan, nice, die 6-12. Wir haben hier die Tarwar, okay. Und die Enfield. Ja, so wie eben verschiedene Skins jeweils noch. Aber, Leute, ich würde ganz gerne den Sniper nehmen. Ja, weil normalerweise Medic, aber die Waffe gefällt mir nicht. Wir nehmen den Sniper. So, Klasse wählen, Scharfschütze. Go, go, go. Nice. Und jetzt haben wir direkt mal hier 500 Granaten, Rauchgranaten. Hohoho. Und wir sind hier im Battle Pass. Level 1, wir haben noch gar nichts gemacht. Gehen wir mal zur Basis. Okay, wir sehen hier ähnliches System wie beim Armageddon. So, wir haben jetzt hier auch Forschungen wieder. Mit Crafting-Rezepten, Blueprints, okay. Und mit diesen kann man dann höchstwahrscheinlich, wenn wir mal gucken hier, gut, das geht hier noch nicht, aber definitiv ein bisschen anders als bei Armageddon. Okay, was haben wir denn noch? Wir haben hier die Missionen. Oh, okay, die erste Woche ist ja schon am Start. Oh, da kann ich direkt anfangen. Nice, nice. Und, oh shit, Alter, ich bin gerade ein bisschen aufgeregt. Okay, das war schon wieder hier die Researches. Dann haben wir hier... Okay, das ist die tägliche Mission. Tötet 20 Feinde in einem Eroberungsmatch. Okay, das können wir auch mal machen. Gut, gleiches Prinzip wie bei Armageddon. Jetzt, wo ich hier gerade so überall durchgehe, sehe ich, dass es doch nicht so nice ist, das Overlay. Aber wir sehen hier für die verschiedenen Level schon mal die Sachen, die ich bekommen werde. Beziehungsweise ihr auch. Holt euch den Battle Pass, Leute. 3 Euro. Warte, war das das Messer oder nur das Skin? Berserker Skin. Okay, naja. Das heißt, wir haben hier auf diesem Weg keine einzige Waffe. Das Beste, was ich hier sehe, ist eigentlich der Mega VIP Booster. Ja gut. Und wir haben hier eben noch die Auswahl zwischen... den Waffen tatsächlich. Wir haben hier einmal die Imbel IA2, die habe ich schon, werde ich nicht nehmen. Die Fabram, ja, habe ich nicht. Die Beißen habe ich. Und die Chaytech, okay. Ich werde wahrscheinlich die Fabram nehmen, weil ich die einfach noch nicht habe. Und ja, okay, bis Level 20, das ist dann nächste Woche geregelt, Alter. Hier haben wir nochmal was, okay. Das ist jetzt die Belohnung für das Abschließen der verschiedenen Level. Okay. Ja, das sind wieder Level. Okay, bis Level, what the fuck, 500. 500 Stufen im Event erreichen. Gibt uns diese Waffe. Okay, nice. Und da haben wir eben auch die Macmillan dabei, wie wir es vorher gesehen haben. Handschuhe sind auch dabei. Okay. Ja, da war vorher wahrscheinlich nicht ganz... Aber das sind auch wirklich die Waffen, oder? Nein, Skin. Und was haben wir hier? Nein, das ist die Waffe. Okay. Oh, gucken wir mal bei den Erfolgen. Da habe ich gestern schon welche gesehen. Alter Schwede, schließen alle wöchentlichen Missionen ab. Oh, das sieht ja richtig heftig aus. Oh mein Gott, okay. Die Achievements sind diesmal hammermäßig geil, Junge. Die sehen unnormal geil aus. Und zu guter Letzt haben wir hier noch die Waffen, die wir aus den Kisten ziehen können. Und es gibt ja jede 50. Kiste eine garantierte Waffe. Und die garantierten Waffen sind hier auch markiert. Das heißt, okay, die, ja, da sind auch nicht so gute Waffen dabei.
Aber ich sehe, ja, die Trovelo garantiert. Macmillan, die Scout. Okay, das G28 habe ich auch schon. M40 habe ich auch noch nicht. Die MacBear, Alter. Katech und ja. Okay, man sieht hier auf jeden Fall eine Menge Garantierte. Also am besten wirklich hier die Trovelo und die Scout. Aber natürlich gibt es auch wieder eine Menge Skins zu ziehen und noch andere Waffen. Mit ein bisschen Glück auch permanent oder dementsprechend auch nicht. Wie ich aber sehe, ist diesmal auch kein Mega-VIP-Booster gelistet. Letztes Mal in Armageddon hatte ich da nämlich auch welche gezogen aus den Kisten. Okay, aber das sieht schon mal interessant aus. Vielleicht werde ich diesmal ein paar mehr Waffen bekommen. Einmal durchgegangen. Das war es soweit vom Battle Pass. Aber das war's noch nicht. Es kam jetzt nämlich noch ein Ruf des Herbstes, heißt es auf Deutsch. PvP oder PvE-Event raus. Ja, aber ich glaube, dazu werde ich ein separates Video machen. Also heute nur mal ganz kurz zum Battle Pass. Ich werde da wahrscheinlich auch gleich anfangen zu spielen, aber es ist noch ein bisschen spät. Also, naja. Thomas, selber nachdenken. Es ist ein bisschen spät. Kann ich nicht reden, oder? Okay, und jetzt kurz bevor ich das Video beende, wie kann man sich den Battle Pass nochmal holen? Also ganz einfach, man geht einfach hier theoretisch auf News, geht auch im Deutschen und man klickt einfach irgendwas, was mit Battle Pass zu tun hat, an und dann sieht man hier Get Access. Und dann kann man da einfach das kaufen. Es geht mit Steam, es geht ohne Steam, mit Steam Guthaben, wenn man halt über Steam spielt. Da kam eben auch gerade nochmal eine Frage rein, wie das Ganze geht. Ich werde es auch nochmal verlinken, einfach Get Access und dann, wenn ihr es noch nicht gekauft habt, müsst ihr es jetzt hier theoretisch kaufen. Ansonsten, wenn ihr es nicht mit Steam Guthaben macht, dürfte es wahrscheinlich mit PayPal gehen, und wahrscheinlich Kreditkarten oder sowas. Ich weiß es aber nicht, da ich eben das mit Steam gemacht habe. Okay, vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr seid auch gehypt auf den neuen Battle Pass. Ja, ich werde den jetzt einfach mal ein bisschen anzocken. Bis zum nächsten Mal. Ciao.